Hallo Leute, ja, wir sind letztes Mal beim Renovieren, nee, renovieren, wie sagt man, restaurieren wäre es wahrscheinlich eher, aber wir sind beim Austauschen der alten Fahrzeuge gewesen, also nicht renovieren und auch nicht restaurieren, sondern erneuern wahrscheinlich. Und da hatten wir irgendwie einen Zug, den wir gemacht haben, und da müssen wir jetzt gucken, dass wir das Geld dafür zusammen haben. Das war der Ölzug. Müssen wir nochmal aufrufen und dann gucken wir nach dem Logo, wie der aussehen muss. So, dann schauen wir mal hier. 38 Jahre, das ist er. Fahrzeug verwalten. Hier nochmal rein. Wir hatten schon die teure Lok da ausgesucht. Nee, wir müssen auf elektrisch. Nee, wir müssen. So, jetzt nochmal auf elektrisch, glaube, ne? Nee, das war Person Cargo. Nee, irgendwas mache ich gerade falsch. Ah, hier ist es. Also diese Lok war es. Und dann Cargo. Und dann Öl. Und dann haben wir den Kesselwagen. Ich glaube, wir hatten diese Länge. Ne, ich glaube sogar noch einen mehr. Wir haben jetzt 43 Millionen. Haben dann davon gesprochen, dass wir auf jeden Fall noch den Bahnhof wenn machen müssen, ne? Ich würde ihn tatsächlich jetzt mal so 2, 4, 6, 7 dahinter hängen. Und lass uns ihn kaufen. So, wo fährt er? Da fährt er und wahrscheinlich ist er zu lang für den Bahnhof, ne, oder? Aber nicht ganz viel, ne? Jetzt ist die Frage, geht da alles rein? Kapazität hat er 180, wie viel geht wirklich rein? Die 180 werden geladen, das heißt, das können wir so lassen. So, dann lassen wir schnell fahren. Dass wir auch den anderen Halt sehen, wo er entlädt, ob das passt. Der fuhr 160, glaube, ne? Oder die Anhänger auf jeden Fall. Die Lok, ach, 120 fährt die Lok nur, okay. Aber ist nicht schlimm, das reicht auch für einen Güterzug. Ist ja schon mal eine Hausnummer, ne? Das ist ja schon mal eine Zuglänge. Sieben Waggons ist auch schon ein bisschen länger mal. So, da fährt er durch. Und bringt es da hinten hin. Ich hoffe, er entlädt auch komplett da. Dass das lang genug ist, ne? Sieht aber erstmal aus, als ob das auch klappt, oder? Ja, passt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Länge eine Rolle spielt oder ob der nur so einen ganz Hauch den Bahnsteig berühren muss, der letzte Waggon, dass es geht. Hier ist er auch drin. Ist auch vollgeladen. Müsste also alles funktionieren, so wie ich das sehe. So, normale Geschwindigkeit, Linie einmal aufrufen, weil ich glaube, wir sollten die Linie noch verwalten und gucken, ob auch überall, ja, hier ist aber Vollladen eingeschlossen. Vollladen einer Fracht passt. Gut, dann ist das auch schon erledigt. Wie viel Geld haben wir jetzt noch? Oh, wächst und gedeiht, 14 haben wir. Jetzt ist der nächste hier mit 36, das ist ein LKW. Und der fährt wohin? Der fährt Treibstoff durch die Gegend, okay. Fahrzeug verwalten. Auch austauschen natürlich. Treibstoff ist da. Wie, die können alle Treibstoff, aber der hat 30. Zwei, oh, der hat doch tatsächlich mehr. Aber hier, der hat 38. Das ist unser Fahrzeug hier. 1,6 Millionen. Zack, ausgetauscht. Ist nur die Frage, wo der noch lang fährt, ne? Okay, der fährt hier und holt das da ab und fährt dann hier in den Ort. Und wie sieht das da aus? Hier stehen 58 Liter. Oder wie viele Einheiten das auch immer sind. Die Einheiten gehen schon verloren, weil sie nicht abgeholt werden. Und da kommt er jetzt, ne? Ja, das ist er.
Das heißt 57, es gehen Einheiten verloren, weil ja, wir produzieren und werden nicht abgenommen. Das heißt, wir sollten vielleicht Fahrzeug verwalten. Gewähltes Fahrzeug klonen. Ist die Frage, wo der wegkommt, ne? Ah, hier hinten wahrscheinlich, da ist ein Lokschuppen, ne? Das ist der zweite, ne? Sieht so aus. Ja. Gut, okay, wenn wir mal Zweier haben. Wie viel konnte der? 38? Ja, 76. Mal gucken. Ob da immer noch welche verloren gehen, weiß ich nicht. Jetzt sind 23 da, okay. Machen wir gerade schneller. Also es blubbert hier ganz gut auf jeden Fall, ne? Jetzt kommt der Zug, oder? Ne, da ist der LKW. Okay, der steht da jetzt und wird erstmal beladen. Alles ist weg, aber er hat noch eine Gedenkpause, bis er voll ist, ne? Aber es kann nicht produziert werden, weil hier keine Rohstoffe sind. Kann das sein? Ja, im Lager 0. Uns fehlt der Zug da hinten. Der kommt aber gerade. Da ist er. Und der ist auch voll. Es ist dann die Frage, ob der Zug zu klein ist dafür, ne? Der liefert ja gleich wieder 180 ab. 87%, bis er größer wird, ist das noch im Moment. Aber wenn wir jetzt hier anliefern, dann geht das vielleicht. Das ist ja auch erst der frische Zug, der jetzt mehr anliefert. Vielleicht klappt es ja jetzt sogar schon, dass hier die 71% sich steigern. Kommt jetzt auf jeden Fall an gerade. Ja. 79 steht jetzt hier sogar 80. Und dann würde Wachstum da stehen auch. Produktion läuft auch, das heißt, jetzt wird hier vollgeladen, oder? Ja. Okay. Das wäre erstmal alles okay, ja. Machen wir gerade schneller, bis er voll ist. Und dann würde mich interessieren, wann der zweite hier wieder erscheint. So, noch zwei Einheiten. Und dann fährt er los. So, der ist jetzt weg. Und wann kommt er? Da kommt der andere. Ja, das sieht aber so aus, als ob der jetzt sehr lange warten wird. Dann wird der auch schon wieder da sein, gehe ich fast von aus, ne? Obwohl der stand jetzt eine ganze Weile da, weil nicht produziert werden konnte, ne? Weil hier nichts da war. Ah, läuft aber. Elf sind schon drin, okay. Konsum 85, 86. Transport steht hier 80%. Hier sind so ein paar Gänse oder was? Hier gibt es nichts zu sehen, steht da dran. Auch cool gemacht. Ja, Lager ist noch da. 20, 21. Ich bin gespannt. Ach, guck mal, er ist noch nicht vollgeladen und fährt, weil er eine Wartezeit da drin hat. Okay, dann müssten wir die Linie noch mal anpacken. Ja, kriege ich denn jetzt das Ding mal angeklickt? So, Fahrzeug verwalten. Linie 35. Linie verwalten. Vorladen einer Fracht. 3 Minuten. Nur 5 Minuten. Dann sollte der doch voll sein, oder? So, der steht und hat 13 geladen. Müssen wir gucken, wie es wird, ne? Der Zug war auch noch nicht wieder da, ne? Sieht es hier aus, obwohl Transport steht jetzt hier 99%. Ah, Transport ist ja auch wegschicken, ne? Auch gleichzeitig, oder?
Die Kette muss in beiden Seiten, auf beiden Seiten funktionieren. Aber jetzt ist hier alle, oder was? Nee, ist noch, es kann noch produziert werden. Das sah jetzt gerade so aus, als ob hier nichts reinkommt, aber tut es wohl noch. 30. Der zweite LKW kommt auch schon wieder. Sieht so aus, als ob die Taktung fast passt, ne? Mit zwei LKWs. Ab und zu läuft es aber nicht. So, jetzt ist er da, der andere hat 35, noch drei Einheiten, dann kann er fahren, oder? Verstehe jetzt nicht, warum es nicht geht. Hier ist doch noch was im Lager. Warum kommen da keine zwei jetzt rein? Okay, jetzt waren die 5 Minuten rum und es ist einer nicht geladen. Okay, da können wir, glaube ich, mit leben. Hier sind jetzt drei drin. Was ist denn die Zahl hier? 10.000 plus, okay. Ich denke, das läuft da erst. Gut, lass uns nochmal weiter gucken in die Liste. 32 Jahre haben wir jetzt hier. Das sind tatsächlich auch Tankwagen. Die stehen hier und was, auf was warten die? Auf Öl. Achso, das ist der kurze, ja, ne? Ja, genau. Und produzieren die hier? Ja. Linie 36. Warte mal, was passiert hier denn? Okay, da kam jetzt einer. Okay, der hat 24 geladen und der hier kriegt jetzt auch was, okay. Warte mal, dann Fahrzeug verwalten, Linie wieder. Linie verwalten, nicht Fahrzeug verwalten, hier rein. Wir setzen hier auch auf 5 Minuten hoch. Dann sollten die vielleicht voll werden, oder? Stehen aber auch zu lange Schlange eigentlich, ne? Müssen wir gerade mal abwarten, ob der voll wird. Ach so, nee, das wird, ja, das wird nicht voll werden. Da kommt schon einer wieder zurück. Und der ist noch nicht voll und das werden demnächst 38 sein. Das heißt, zwei werden auf jeden Fall reichen, ne? Das heißt, die tauschen wir beide aus gegen den und alles ist gut. Und den hier, der ist jetzt leer, ne, oder? Ja, den modden wir ein. Den verkaufen wir. Ja, weg damit. Die zwei sollten reichen, oder? Ist der hier mit Hochdruck vorbeigefahren, der Zug? Holt das nächste Zeug. Wie viel haben wir denn hier im Lager? Ach nee, das ist die Ölquelle, okay. Da gibt es nichts im Lager. Da muss hier was drin sein eigentlich dann. Warte mal, was läuft denn hier dann falsch? Die bringen Rohöl irgendwo hin. Und zwar nach hier. Brauchen die doch gar nicht. Stopp mal, da machen wir es falsch. Ja, dann können wir die ausmustern hier. Das muss doch gar nicht sein. Das war dann wohl eine Fehlinvestition jetzt leider. Die Linie können wir ja löschen. Oder die Linie? Ist der denn jetzt voll? Auch noch nicht mal. Ja, der ist aber fast voll, ne? Und die werden auch noch voll. Wie viel hat er denn jetzt gerade? Mal langsamer, dann kriege ich den vielleicht noch. Ja, der ist fast voll. 34. Nee, dann lassen wir die beide noch fahren. Das macht noch Sinn, dann wird hier schneller produziert. Hier sind jetzt natürlich 170 im Lager, weil der gerade abgeliefert hatte. Und der LKW bringt ja auch noch was rein. Ja, ich glaube, das lassen wir erstmal so, wie es ist. Wird werden. So, was haben wir jetzt hier? 32. Sind irgendwelche Linie 27, was fern die? Keine Ahnung. Stahlträger, wahrscheinlich viel zu viele für die Stahlträger, ne? Ach, Linie verwalten war das. Ja. Und hier wird jetzt definitiv.
Ja, der holt gerade ab, aber abholen geht eigentlich immer. Hier, es liegt ja genug. 65 und 29, zwei Linien werden da bedient. Jetzt ist die Frage: Fahrzeug 70 ist Linie 28. Da sind drei Fahrzeuge drauf. Ich glaube, das funktioniert schon. Und die machen wir auch neu. 38, ne? Ich glaube, die sind aktuell am Fahren. Kaufen wir. Drei neue. Und der Bus fährt hier auch. Ah, der dreht hier wohl nur, oder? Ne, ist tatsächlich eine gekuppelte, oder? Ne, doch nicht. Da ist die Bushaltestelle. Da stehen 13, okay. Aber wir sind noch nicht durch. Wir müssen gerade noch die zweite Rutsche machen mit den dreien. Auf Linie, ah, das sind sogar vier auf Linie 27, ne? Ist aber jetzt egal. Da kommen die auch drauf. Ach, jetzt habe ich nicht alle erwischt. Habe ich das eben auch nicht gemacht bei 27? Ah ne, welche Linie war das? Da sind aber alle drei. Ne, jetzt passt's wohl. Okay, läuft. Das heißt, wir machen nächstes Mal noch ein bisschen weiter. Wir haben ja nur 41 Millionen. Das heißt, wir müssen diese alten Fahrzeuge auch noch alle umtauschen. Nächstes ist ein Zug dran, der Eisenerz transportiert. Okay, das kriegen wir aber auch hin, ne? Ah, der ist ja natürlich keine Produktion gerade so voll, aber das ist ja voll ausgelastet. Okay, sehen wir dann. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.